Nachdem einige von euch vor ein paar Wochen in der Baronie Binsböckel für Ordnung gesorgt haben, könnt ihr nun noch etwas beim Aufbau helfen. Ardo Werheimer und Kasim konnten sich den Ghulenturm näher besehen. Ronga hat dem Köhlermädchen von Ungeheuern erzählt und Holz gefällt. Ritter Travigor hat seine Kochkünste zum Besten gegeben. So ist die Baronie wieder in guten Händen und ihr hattet eine Bleibe für die namenlosen Tage. Schlangenfurt ist allemal besser als ein von Geistern verfluchtes Wehrheim. So vergingen die Tage. Wir schreiben mittlerweile den 3. Praios, 1031, nach Bosbarans Fall. Die Sonne brennt munter am Himmel, Handwerker arbeiten um euch herum und ihr könnt den Aufschwung in der Wildermark spüren. Ihr sitzt gerade beim Mittagessen, eine Born-Toffelsuppe mit viel Speck, und so beginnen wir. Die Herren, ich hoffe, es mundet. Wie immer, vorzüglich. Schmeckt, schmeckt. Könnte nur ein bisschen mehr Speck sein. Ich habe vor allen Dingen darauf geachtet, dass diesmal genug gewürzt ist. Ich hoffe, es ist nicht zu gewürzt für jemanden. Ja, Nein. schmeckt schon komisch. Also mehr Fleisch bitte beim nächsten Mal. Ich werde es das nächste Mal berücksichtigen. Ja. Ach, tut mir leid, Travigor. Ich weiß noch nicht. Wir sind jetzt schon knappen Mond hier. Und irgendwie passiert hier nichts mehr. Ich vermisse es, das Abenteuer. Naja, also ich finde es hier schon ziemlich spannend, ja. Also was hier für Leute ein- und ausgehen in dieser Burg, dieser Wald hier in der Nähe, der scheint ja immer noch nicht ganz befriedet zu sein. In der Also Tat. außerdem finde ich es gar nicht so verkehrt mal, dass es ein bisschen ruhiger ist. Ich meine, wir haben Praios, schönes Wetter draußen, das kann man ja auch mal genießen. Man könnte die hier direkt sesshaft werden. Auf Dauer wird Aber es mich woanders hinziehen. die Gefahren draußen bestehen immer noch. Und wenn wir uns denn dran nicht annehmen, wenn wir einfach nur hier rumsetzen und essen. Ich habe heute Holz fällen müssen. Aber Ich meine, wenn ihr weiterziehen wollt, dann bin ich natürlich sehr gern dabei. Also, was gibt es Schöneres, als in der Wildermark Abenteuer zu erleben? Wenn es nicht gerade, naja, zu gefährlich sollte es auch nicht werden. vor allem gibt es hier noch viel zu tun. Die Dörfer müssen aufgebaut werden. Die Reste von dem, was Galotta getan hat, sind noch immer in den Wäldern. Das Habt ihr meine ich. einen Vorschlag, in welche Richtung wir ziehen sollten? Währenddessen ihr euch unterhaltet, könnt ihr erkennen, wie wohl die Weibelin Niam Rogel, die euch schon damals beim Ghulenturm unterstützt hatte, auf euch zukommt. Ah, hier seid ihr. Jemand kommt aus dem Wald. Ein Elf. Da Wir hört ihr sind uns es nicht immer ganz wieder. sicher. Hier gibt es keine Elfen. Zumindest seit langer Zeit nicht mehr. Könnt ihr vielleicht mit dem umgehen? Ich hatte vor einiger Zeit mit einem Elfen zu tun. Nun Das trifft sich dann. doch gut. Ich denke, wir sind dafür geeignet. Nun dann, das Abenteuer wartet. Dann unterhaltet euch doch am besten mit ihm, bevor unsere Wachposten ihn hilibardieren. Oh, das klingt nicht gut. Das klingt nicht gut. Wir sollten dann wahrscheinlich uns mit diesen Elfen unterhalten, oder? Diesen armen Elfen vor seinem Schicksal bewahren, ja, könnten wir tun. Elfen haben ein beeindruckendes Talent dafür, Freunde zu finden. Ja, nehmt eure Suppenschüsseln mit und jetzt geht. Ja, man klemmt sich den Magierstab unter den Arm und löffelt im Weitergehen die Suppe weiter.
Ja, so tretet ihr nach draußen, könnt um euch herum die Handwerker besehen, die fleißig Holz sägen oder draußen auf den Feldern die Acker versuchen zu bestreuen, auch wenn zum Preis vielleicht schon zu spät dafür ist. Aber wenn ihr nach draußen tretet, können zumindest einige von euch den Elfen erkennen, der da aus dem Wald, aus dem finsteren Okerhain, vor allem nicht auf euch zukommt, aber an Schlangenfurt vorbei möchte. Kurz vorher könnt ihr ihn abfangen. Wen kennt, erkennt, dass es sich hier um Menarion handelt. Einmal mehr, ein bisschen zerzauster als letztes Mal, hat er sich diesmal ein wenig Sommerlaub in die Haare geflochten. Das allerdings auch schon 2-3 Tage her sein muss, nach dem Zustand der Blätter zu urteilen. Und er hockt sich gerade kurz bevor er ist an den Wegesrand und scheint irgendwie mit einer Maus zu spielen. Dann huscht die über das Feld hinweg und er richtet sich wieder auf und blickt euch an. Oh, Van Baladin, Telora. Und dann bleibt er kurz an Janus hängen. Kennen wir uns nicht? In der Tat. Oh, wie schön. Wir waren bei der Sicherstellung eines Artefakts gemeinsam unterwegs. Oh ja, der Kopf von diesem Albuin? Oh, ich bin mir nicht mehr sicher. Es ist jedenfalls schön, euch zu sehen. Besonders hier, die Leute sind manchmal sehr unfreundlich. Ich könnte es verstehen, wenn ich in ihren Wald eindringen würde, aber sie leben in ihren Hütten am Rand und mögen es trotzdem nicht. Ihr kennt euch, das ist ja vortrefflich. Lasst mich sagen, wir sind keinesfalls für unsere Unfreundlichkeit bekannt. Mein Name ist Ritter Travigor von Wandlet. Und das ist ein schöner Name. Wo ist Wandlet? Das müsste im Südosten sein. Und ihr könnt es mir ja zeigen. Die Richtung, wenn ihr 10 Sonnenuntergänge, soweit euch eure Füße tragen, in die Richtung wandelt. Kommt ihr noch wandelt. Das ist weit weg. Aber dort gehen wir vielleicht als nächstes hin. Wollt ihr mitkommen? Oh, nicht nach. Er scheint wohl den Namen Wandel schon wieder vergessen zu haben. Ihr habt es auch gespürt, nicht wahr? Er zieht dann ein bisschen die Augenbraue hoch, gespürt. Könnt ihr es nicht riechen? Schon seit den Tagen zwischen den Zeiten. Es liegt im Wind, ein leichter Geruch wie verbrannte Kastanien. Merkt ihr es nicht? Das wird wohl nicht mein Eintopf gewesen sein, hoffe ich. Ich denke nicht. Was genau meinst du? Er wirkt jetzt tatsächlich ein wenig besorgt. Nun, das, was ich sagte. Ich wollte heute Morgen auch ein fröhliches Wanderlied spielen, aber es riss mir die Töne hin und her. Sie wollten einfach nicht richtig zusammengehen. Der Westwind ist es. Er scheint unruhig zu sein. Das ist kein gutes Zeichen. Nun, ich dachte mir, wir sehen uns das an. Ich sehe mir das an, aber jetzt, wo ich euch getroffen habe, ihr wollt doch bestimmt mitkommen. Elf, wovon sprichst du? Du willst dir den Wind ansehen. Nein, den Wind kann man nicht sehen. Man kann ihn nur hören und fühlen und riechen und schmecken. Riech doch einmal. Konzentrier dich drauf, hm? Und Darion macht die Augen zu und atmet einmal tief ein und wieder aus. Ja, sie macht das auch. Vermutlich riecht er nicht. Selbstverständlich. Vermutlich. Ja, werdet nur irritiert beäugt. Ihr kommt aus diesem Wald? Nun ja, es war der kürzeste Weg. Von wo, wenn ich fragen darf? Von da, er zeigt in den Wald. Ah ja, macht Sinn. Hm. Und da drin irgendwas gesehen? Bisher ist nichts Gutes aus dem Wald rausgekommen. Tatsächlich nicht sehr viel. Eine einsame Wildsau. Aber sie wollte nicht stehen bleiben für mich. Ja, wenigstens sind da wieder Tiere drin. Die letzten Bewohner des Waldes. Ihr scheint zumindest auch auf der Straße zu sein. Wir können sie uns eine Weile teilen. Wollt ihr also mitkommen? Wenn der Westwind unangenehm riecht, dann wollt ihr in diese Richtung ziehen? Irgendetwas muss dafür verantwortlich sein. Naja, aber der Westen ist ja eine grobe Himmelsrichtung. Wisst ihr, könnt ihr das genauer erschnuppern, oder? Wir werden erst einmal ein bisschen gehen. Dann setzen wir uns hin und dann
Dann werden wir wissen. Ach, ich weiß zwar nicht, von was du redest, aber ich bin dabei. Auf genau so eine Gelegenheit habe ich gewartet. Jetzt kommt der Elf aus dem Wald und sagt uns, der Wind riecht komisch. Wir gehen dahin. Es ist immer schön, Wandergefährten zu haben. Manch einer möge es vermutlich Schicksal nennen. Oder ach, so ähnlich. Egal was es ist besser als hier. Nun, ich werde euch natürlich begleiten. Vielleicht ist doch ein wenig eintönig hier in Kalisch-Schlankfurt. Und ich habe ja eigentlich auch gesagt, nun, wenn jemand meine Hilfe braucht, dann bin ich natürlich gern dafür bereit. Klingt jetzt nicht so wie eine klassische Jungfrau von in Nöten, aber... Was ist das? Man nimmt, was man bekommt. Eine Jungfrau oder eine Jungfrau in Nöten? Beides? Eine Jungfrau ist eine Frau, die noch nicht den Bund der Travia eingegangen ist, den heiligen Bund der Travia eingegangen. Und Nöte kennt ihr nicht. Dann ist ihr also jemand, die nicht Travia geweiht ist? Nein. Aber ihr habt doch gerade gesagt, dass sie sich nicht an eure Göttin gebunden hat. Ah, den heiligen Bund der Travia, den geht jeder ein irgendwann im Laufe seines Lebens. Man sollte natürlich 12 Götter gläubig, vor allen Dingen Travia gläubig sein, aber nicht ausschließlich. Mein Volk hat auch mal an Götter geglaubt, aber ich glaube nicht, dass wir so etwas hatten. Kommt. Wir sollten noch ein wenig Tageslicht nutzen. So könnt ihr euch morgens um 10. So könnt ihr euch von der Weibelin Niam verabschieden, könnt noch eine große Schale mit der Suppe mitnehmen, die Travigor zuvor gekocht hatte, und geht in Richtung grob Westen erst einmal, ein bisschen nach kurzer Zeit auf die Gernat trifft, den sehr breiten Fluss. Je nach Stelle, wo man ihn überpassieren möchte, 60, vielleicht 80 Schritt breit. Also nicht ganz so gewaltig fließend wie der Dergel, aber schon ein etwas größeres Gewässer, was dann eben irgendwann in der Dergel mündet und dann eben auch unter großem Aufwand überquert werden müsste. Riecht's hier immer noch streng? Was meint ihr mit streng? Na, der Westwind. Der riecht nicht streng, er riecht nur falsch. Also richtig, könnt ihr das genauer beschreiben? Jetzt, wo wir vielleicht etwas weiter von der Zivilisation weg sind und andere Gerüche euch nicht stören? Jetzt gerade fühlt es sich an wie Wasser, das lange Jahre unter dem Berg war und nun seinen Weg an die Oberfläche gefunden hat. Ah, jetzt verstehe ich's. Das freut mich. Ich noch nicht wirklich. Meinst du so etwas wie, naja, abgestanden? Ich weiß nicht. Na. Wasser, das lange Jahre unter dem Berg war. Wie Zwerge, nur weicher. Es riecht. Ich habe mich mit jemandem unterhalten, er nannte sich einen Seefahrer. Er hat gesagt, es riecht ähnlich, wenn das Wasser kommt. Am Meer, sagt er. Salzwasser? Nein, er meinte. Vielleicht habe ich ihn falsch verstanden. Und also am Wasser wären wir ja jetzt. Sollen wir dem Fluss folgen? Wir müssen da doch nicht rüber. Nun, doch, ich denke schon. Wenn ihr wollt, können wir auch Rast machen und ein fröhliches Liedchen spielen. Und dann gehen wir hinüber. Ich bin dafür, dass wir direkt einen Weg hinüber suchen. Nun gut. Ja, bei Arion geht auch das Wasser zu. Der summt ein wenig fröhlich vor sich hin. Und zaubert einen, wie heißt der, mit dem das Wasser geht? Wellenlauf. Und dann tut er den ersten Schritt aufs Wasser und geht hinüber. Das ist unglaublich. So, ja,
Von der anderen Seite dreht er sich dann um. Guckt euch an. Kommt ihr? Oh, wartet. Ihr könnt nicht. Ihr seid nicht. Natürlich. Oh. Was machen wir nun? Könnt ihr uns an die Hand nehmen und dann sind wir auch schwerelos, so wie ihr? Nein, ihr müsst es wollen. Wenn ihr es nicht genug wollt, dann funktioniert es nicht, auch wenn euch jemand bei der Hand nimmt. Also ich kann es ziemlich stark wollen. Wir könnten es mal ausprobieren. Nun, das Problem ist, ihr Telora wollt immer so viele Dinge. Und nur wenige von euch können einzelne Sachen genug wollen, dass sie auch passieren. Ja, niemand läuft einfach so übers Wasser, nur weil er es will, wenn er kein Magier ist. Nun, Magie ist auch nur ein Ausdruck des Wollen. Auch ihr Menschen habt, wie? Ich habe es gesehen. Hier, Kasim, zeig es ihnen. Nur, dass ich nicht übers Wasser gehen kann. Also hier muss ja irgendwo eine Furt sein. Das heißt ja nicht umsonst Schlangenfurt, oder? Da muss doch von dem Fluss die Rede sein. Guck mich mal zu beiden Seiten um. Eine Furt findest du hier nicht. Aber wenn sich vielleicht der ein oder andere dran zurück besinnt, es gibt im Süden von hier, wenn ihr der Gernard folgt, ein paar Trollsteine, die am Wasser liegen und über die man springen könnte. Es gibt hier ein wenig flussabwärts ein paar alte Steine, die im Wasser liegen. Man könnte versuchen, mit ihnen den Fluss zu überqueren. Und wenn ihr das wollt, könnt ihr das sicherlich. Soll ich euch helfen? Das klingt auf jeden Fall besser als, zu schwimmen. Schwimmen? Oder versuchen zu wollen. Schwimmen wäre Selbstmord. Schwimmen kann bestimmt auch ganz angenehm sein. Um diese Jahreszeit, das Wasser ist bestimmt hervorragend. Darren kniet sich irgendwie hin und plätschert ein bisschen in der Mitte herum. Es geht. Irgendetwas Seltsames liegt hierin. Es schmeckt. Fischig. Wie Fisch, der zu lange in der Sonne gelegen ist, oder einfach nur wie Fisch? Einfach nur wie Fisch. Das Wasser. In dem Fisch lebt. Scheint mir ziemlich seltsam. Kasim, was haltet ihr davon? Einer magischen Analyse wert? So, seht mal, da kommt einer von euch. Hallo! Erstmal noch nicht. Ja, man dreht sich um. Schaut in Richtung Ardo. Mendarion! Oh, du bist es! Wie schön! Was macht ihr da drüben? Wir wollen hinüber. Und ich habe vergessen, dass ihr Menschen nicht wollen könnt. Manchmal. Also, ich könnte nicht rüber. Auf mich warten können oder so? Oh, ich wusste nicht, dass du dabei bist. Sie haben nichts gesagt. Kasim. Hallo, Ardo. Du warst gerade mit deinem Hund unterwegs und ich hab mir gedacht, ihr findet unsere Spuren sowieso. Ihr kennt euch also auch schon? Der Elf sieht ehrlich getroffen aus. Du kannst doch deine Faisala nicht einfach so zurücklassen. Ohne ihn zumindest zu sagen, wo du hingehst. Genau, Travigor. Du kannst deine. Was kann er nicht zurücklassen? Oh, ihr würdet es Sippe nennen? Du kannst auch deine Freunde nicht zurücklassen, Travigor. Nun, ich dachte, ihr mögt so eine kleine Herausforderung. Aber wir hätten schon irgendwann auf euch gewartet, seid euch sicher. Okay. Jetzt kommt mal rüber. Wo seid ihr? Da unten sind Steine. Oh ja, ich sehe sie. Ach ja, genau. Die Steine. Ja, so könnt ihr der Spur von Kasim folgen, der euch in Richtung Süden der Gernard führt, in die Hügellande von Binsböckel des Schlimmburg. Das ist die Region, die euch schon beim letzten Mal genannt worden ist und die wohl etwas reicher ist. Das liegt natürlich daran, dass die ganzen Raubgüter hierhin transportiert worden sind und dementsprechend befindet sich diese Region besonders im Aufbruch. Aber ihr könnt Binsböckel Schlimburg dann eben in den Hügellanden ignorieren, dran vorbei weiterziehen und die Trollsteine finden, die hier am Wasser liegen und einen Übergang doch sehr viel erleichtern. Die Steine sind zwar rutschig, aber jetzt, wo es Hochsommer ist, fließt der Fluss etwas ruhiger als sonst und ihr könnt, ohne dass ihr ausrutscht, übersetzen.
Auf der anderen Seite warten ebenso die Hügellande und der große, finstere Varganhain, der im Norden von euch lauert. Das Lied wird wohl etwas deutlicher, vor allem für Mendarion, die anderen hören nichts. Aber sie wissen auf alle Fälle, dass die Bannstrahlerburg Auralet hier irgendwo liegen muss, irgendwo hinter den Hügeln. Mendarion wird sich, also am frühen Nachmittag, einmal hinsetzen auf einen umgefallenen Baum. Wird auf seiner Flöte ein wenig vor sich hinträllern. Und dann so nach jeder Strophe gefühlt kurz innehalten und dem Wind lauschen. Dann wird er in Ruhe sein Mittagessen zu sich nehmen, wie ihr es vermutlich auch gerade tut. Ja. Und sich dann erheben. Nun, dort entlang. Das habt ihr durch die Luft gespürt, die durch eure Flöte durchgeströmt ist? Nein, ich habe zugehört. Hört ihr es denn nicht? Achso, nee. Mag mir jemand vielleicht erklären, worum es eigentlich geht? Wissen wir nicht. Er hat irgendwas im Wind gerochen. Und wir haben die Möglichkeit genutzt, endlich da rauszukommen. Ich habe mal versucht, es einem von euch Menschen zu erklären. Er hat geglaubt, es wäre euer, wie nennt ihr ihn? Euer Wind- und Wassergott? Er glaubte, er wäre es, der auf eine solche Weise einen Fingerzeig gibt. Das ist natürlich Blödsinn, die Götter geben niemals hilfreiche Fingerzeige. Aber es schien ihm zu helfen, die zu glauben. Also ein typischer Mendarion. Vielleicht ist das so, wie wenn wir nicht irgendwas hören, was der Wind bläst, aber uns geben die Götter allerdings Fingerzeige. Und am besten erfährt man das in der Kirche durch einen Geweihten. Ich wünschte, mein Volk wäre noch so jung wie eures. Und wir könnten solche Dinge glauben. Oder wenn man einen 10 Fuß hohen Giganten eines Dämons vernichtet und danach woanders hin springt. Erlebnisfrei erfunden, natürlich. Also, es fühlt sich seltsamer an. Ich möchte schlecht sagen, je näher wir hinkommen. Es riecht noch unangenehmer. Nein, aber mir tun die Augen weh. Als wollten sie herausspringen und umherlaufen. Kasim erinnert sich in dem Moment zurück an, dass Mendarion ein durchaus feines Gefühl für seine Umgebung hat. Hat man ja in dem Sumpf gemerkt. Mendarion ist allerdings auch ein ziemliches Weichei. Kniet sich jetzt ab, hockt sich im Schneidersitz hin, legt sich den Stab auf den Schoß und scheint jetzt mit geschlossenen Augen tatsächlich auch zu meditieren. Eher so ein typisches Menschen-Magier-Meditieren. Ob er etwas fühlen kann. Man hat ja durchaus ein Gespür für die örtlichen Elemente und vor allem die Wesenheiten, die in der Umgebung leben. Ich lege mein Gepäck wieder ab, setz mich hin und sage, dann machen wir wohl jetzt noch etwas länger Mittagspause. Und wenn ich fragen darf, Herr Mendarion, wie ist das so? Zieht ihr die ganze Zeit so rum, nur nach eurem Gespür? Oh ja, meistens. Es führt mich immer an interessante Orte. Oder zu netten Leuten. Und manchmal auch zu nicht so netten Leuten. Die suchen wir, die nicht so netten Leute. Oh, kennt ihr Midas? Der war nett. Ich habe ihn seitdem lange nicht gesehen. Ich habe sogar mal nach ihm gesucht. Ja, ich kenne Midas. Der Händler? Ich weiß nicht mehr, was er war. Aber mit ihm konnte man sich gut unterhalten. Mit ihm haben wir damals Werheim gestürmt. Er hatte den Schädel mitgenommen, soweit ich weiß. Werheim. Genau. Man schaut zum Mendarion, nachdem man da bestimmt so 5 Minuten vor sich hin meditiert hat. Wart ihr in Werheim? Einmal. Kasim. Was macht ihr da am Boden? Warum sitzt ihr da? Kasim, wartet mal. Was liegt im Südwesten von hier? Werheim? Ist das nicht davor noch, diese Burg? Ja, irgendwo der hier. Der Bannstrahler. Das ist dieser Stadt. Das ist diese Burg, über der immer die Sonne scheint. Ja, selbstverständlich eine stolze Burg der Bannstrahler. Aber Gemeinschaft. Es ist seltsam.
Ich verstehe nicht, warum ihr Menschen nochmal Steine auf Berge tragt. Gibt es doch genug. Ich meine nur da hinten am Hügel. Es raucht zu erkennen. Naja, genau im Südwesten. Wir machen das vor allen Dingen, damit wir geschützt sind. Und die Berge bieten einen hervorragenden Schutz gegen Belagerung vor allen Dingen. Und wenn man Steine um sich herum schart, dann kommt da erstmal keiner ungewollt hin. Elf, warum, wenn die nicht wollt, so das gut ist? Warum kannst du das nicht riechen? Das was nun? Ja, den Rauch. Es ist da Rauch. Am Horizont. Rauch? Oh. Südwesten. Habe ich mich schon wieder verplappert. Ich habe gar nicht auf meine Umgebung geachtet. Es ist Rauch. Bei euch Menschen raucht es andauernd, immer und überall, auf die verschiedensten Weisen. Ich bin sehr interessiert immer noch an dem Unterschied zwischen einer Kohlehütte und einer Kupferhütte, einer Eisenhütte und einer Kupferhütte. Also, wenn sie nicht gerade eine Hexe verbrennen sollten, in einer Bannstrahlerfeste doch kein Rauch aufsteigen. Von mir aus kann diese ganze verdammte Feste abfackeln. Wir sollten dort nach dem Rechten sehen, auf jeden Fall. Wir sollten uns sputen. Nun, es wäre doch sehr interessant, wenn ein Stein anfangen würde zu brennen. Sehen wir uns das an. Müssen wir. Nun, wir würden so oder so in die Richtung gehen. So könnt ihr in Richtung der Hügel stratzen, mit einem sehr unzufriedenen Ardo Wärm an eurer Seite. Auf dem Weg guckt Kasim zu Ardo. Ich warte gerne mit euch draußen, falls ihr den Laden nicht betreten wollt. Ich fürchte, dass sie mich nicht hineinlassen werden. Ich leiste dir gerne Gesellschaft. Danke. Ja, so könnt ihr euch der gewaltigen Feste Aurum Letalum nähern, die schon seit vielen Jahrhunderten hier steht, trotzig. Auch ganz im Widerspruch zu Werheim, die gefallen ist. Vor Wind und Wetter, die Mauern haben Aurel dazugesetzt, aber der Stein ist von einer dunklen Patina umgeben. Und wenn ihr näher kommt, könnt ihr auch sehen, dass wohl einige Gebäude rauchig sind und vor kurzer Zeit gebrannt haben. Wenn man sich überlegt, dass vor ein paar Tagen noch die namenlosen Tage einhergingen und die Sphären sehr dünn war, dann möchte man gar nicht wissen, was hier los war. Denn die Dämonen sind dieser Tage an der großen Zahl, vor allem in der Wildermark. So könnt ihr in Richtung der Vorburg gehen und seht dort viele, viele Handwerker, die auf Balustraden stehen und versuchen, einige Brandgeschosse dann wieder wohl aus den Fugen zu kratzen, die Spuren zu beseitigen und die Sachen aus Holz, die niedergebrannt sind, wieder zu erneuern. Die große Anlage wird gekrönt von einer riesigen Festungsebene, der Sonnenburg, mit drei goldenen Kuppeln, die immer noch schneeweiß glänzen. Im Innenhof könnt ihr natürlich viele Bandstrahler erkennen, so um die 10, 15 Stück, die dort gerade den Zöglingen, den Knappen, den Bediensteten, den Waffenknechten und den Handwerkern auf die Augen schauen.